Ein Name ist nicht überliefert. Wozu auch? Soldaten werden über Kennziffern und Dienstgrade identifiziert. Sie hören nicht auf Namen, sondern auf Befehle. Über seiner Kennziffer unter der linken Achsel ist der Legionärsadler des Römischen Reiches tätowiert. Sein Helm mit dem querstehenden Kamm aus rot gefärbten Pferdehaaren kennzeichnet weithin sichtbar seinen Dienstgrad als Centurio. Seine Position ist hart erarbeitet. Hauptmann wird man von unten. Im Gegensatz zu den höheren Offiziersgraden, die eine adlige Herkunft voraussetzen, beginnt die Karriereleiter eines Centurio als einfacher Soldat. Es genügt nicht, edler Abstammung zu sein oder einflussreiche Gönner zu haben. Opportunes nach oben buckeln und nach unten treten funktioniert hier nicht. Nur wer sich über Jahre in der Legion bewährt hat, den Respekt und das Vertrauen der anderen Soldaten hat, kommt überhaupt in Frage. Bis zum Dienstgrad des Centurio erfolgt die Beförderung aufgrund des Votums der Legionäre. Der Centurio wird von seinen Männern gewählt. Seine Befehle hingegen bekommt er von oben. Von Vorgesetzten, die nicht gewählt, sondern in ihre Position hineingeboren wurden. Qualifikation: Papas Sohn. Entscheider mit vielen Ideen und wenig Ahnung. Vorgesetzte, die in den allermeisten Fällen keinen blassen Schimmer davon haben, was an der Basis gedacht wird und warum. Und die sich auch nicht wirklich dafür interessieren. Müssen sie auch nicht. Bei ihrem Dienstgrad. Sie haben ja die Zenturionen. Als erste untergleichen sind sie das Bindeglied zwischen den vermeintlichen Volksvertretern und dem Fußvolk. Gerecht ist das nicht, aber ungeheuer effektiv. Solange die Zenturionen auf Linie sind, können die Entscheider alles befehlen. Der Befehl für diesen Tag lautet Hinrichtung von 3 Verurteilten. Ersäufen wäre so viel einfacher. Aber es soll ein öffentlicher Schauprozess sein. Deshalb Kreuzigung. Deshalb rauf nach Golgatha. 2 Strauchdiebe und ein Religiöser. Der ganze Aufwand ist wegen ihm. Die beiden Halunken hätte man auch bei Morgengrauen im Prätorium erschlagen können. Aber ihn? Es muss abschrecken, um die aufgeladene Stimmung wieder in den Griff zu bekommen. Der Staat muss Macht demonstrieren und Härte zeigen. Die religiösen Fanatiker in der Stadt sind außer sich. Erst hochjubeln beim Einzug in Jerusalem, dann fallen lassen ihren Propheten aus Nazareth. Der Pöbel will Blut sehen. Und so tun die Soldaten ihre Pflicht. Routiniert, kaltblütig, ohne Mitgefühl. Sie führen aus, was ihnen befohlen ist. Dienst nach Vorschrift. Eine weitere Hinrichtung, immer wieder freitags, die nächste kommt bestimmt. Doch diesmal ist es anders. Während die Soldaten tun, was sie immer tun, den Todgeweihten die Kleider vom Leib reißen, ihnen nochmal zu trinken geben, damit sie länger durchhalten, sie zu Boden zwingen und ans Kreuz nageln
und schließlich die Kreuze mit den Verurteilten aufrichten, um sie in der glühenden Sonne möglichst lange bei Bewusstsein zu halten. Und während die Verurteilten reagieren, wie sie immer reagieren, fluchen, sich wehren, versuchen, sich loszureißen, Gott und die Welt verdammen. Tut Jesus nichts von alledem. Jesus betet für die Soldaten, die ihn ans Kreuz schlagen. Er betet für die Gaffer, die sich die Mäuler zerreißen. Er betet für die Männer, die johlend um seine Kleidung würfeln. Jesus betet für die Hohepriester und Schriftgelehrten, die ihn verspotten, doch vom Kreuz herabzusteigen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch etwas ist anders an diesem Tag. Gegen Mittag, als die Sonne am höchsten steht, wird es plötzlich dunkel. Für 3 Stunden. Von der 6. bis zur 9. Stunde, also von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags. Markus 15, wir haben es eingangs gehört, berichtet in Vers 34 über das Ende dieser Finsternis. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, Lama, Asabtani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Lama Asabtani aus Psalm 22 war zu damaliger Zeit eine sehr bekannte Textzeile. Wenn Markus davon berichtet, kann er voraussetzen, dass bei den frühen Lesern eine Andeutung genügt. Psalm 22 ist uns heute nicht mehr so gut bekannt. Aber schon an Psalm 23 lässt sich das sehr gut nachvollziehen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Text, der kommen müsste, vervollständigt sich, weil wir ihn kennen. Auch Psalm 23, Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, ein Leben lang. Und ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Lama Asabtani hat in denen, die bei der Kreuzigung dabei waren, etwas ausgelöst. Wir sind eingeladen, dieses Erleben nachzuempfinden. Nicht das Geifern des Pöbels, nicht die Routine der Soldaten, auch nicht den Übereifer und die Überheblichkeit der religiösen Fanatiker, sondern den Zuspruch des Gekreuzigten im Dunkel unserer Nacht. Wer mag, ist eingeladen, dazu für einen Moment die Augen zu schließen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf.
Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umringt und der bösen Rotte. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs. Denn er hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und da er zu ihm schrie, hörte er's. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Völker, denn er hat's getan. Für die Menschen unterm Kreuz war das inmitten der Dunkelheit wie ein vertrautes Lied, mit dem das Licht zurückkehrte. Bis zu dem Moment, wo Jesus zum Lama Asabthani ansetzt, dauert die Dunkelheit. Und mit einem Mal dämmert ihnen, was sie getan haben. Einige wollen das nicht wahrhaben, halten die Stille nicht aus. Von ihnen heißt es in Markus 15, auch das haben wir eingangs gehört, und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Was für ein Schenkelklopfer. Eli, Elia, was haben wir gelacht. Aber es reicht aus. So wenig reicht aus, um so viel kaputt zu machen. Es reicht aus, um dem Moment das Besondere zu nehmen und ihn ins Lächerliche zu ziehen. Zurück in seichtes Gewässer. Stille ist nicht leicht auszuhalten. Billig hingegen geht immer. Auf den Pöbel ist Verlass. Und weil Leben eben nicht verläuft, wie es sein sollte, sondern in den allermeisten Fällen der Trägheit der Masse folgt, findet sich niemand, der die Spötter zum Schweigen bringt. Stattdessen wittert das nächste Kleinhirn seine Chance auf einen Lacher und macht den Klassenkasper. Füllt einen Schwamm mit Essig, steckt ihn auf ein Rohr, gibt ihm zu trinken und kalauert, Vers 36, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber so einfach ist es nicht. Die Schuld auf die anderen zu schieben, ist nicht weniger billig. Ping-Pong ist keine Lösung. Jesus ist nicht nur für die anderen gestorben, sondern ebenso auch für dich und mich. Denn es sind eben nicht nur Dummheit, Geltungssucht und Stolz. Es können auch Scharfsinn, Zurückhaltung und Demut sein. Es sind eben nicht nur Egoismus, Selbstbezogenheit und Geiz. Es können auch Hilfsbereitschaft, Selbstaufgabe und Großzügigkeit sein. Es sind nicht nur Ignoranz, Gleichgültigkeit und Trägheit. Es können ebenso Interesse, Spezialisierung und Eifer sein.
Schuld geschieht eben nicht nur durch Charakterschwäche oder durch bösen Vorsatz. Auch Tugend und Handeln nach bestem Wissen und Gewissen können in Selbstgerechtigkeit und schwere Schuld umschlagen. Es sind nicht nur Missgunst, Konkurrenzdenken und Neid. Es können auch Identifikation, Wir-Gefühl und Geschlossenheit sein. Es sind nicht nur Geilheit, Ausschweifung und Wollust. Es können auch Enthaltsamkeit, Langeweile und Keuschheit sein. Es sind nicht nur Maßlosigkeit, Unverhältnismäßigkeit und Völlerei. Es können auch Selbstkasteiung, Ordnung und Diätpläne sein. Es sind nicht nur Aggressivität, Hass und Zorn. Es können auch Harmonie, Hingabe und Leidenschaft sein, die nicht Gutes bewirken, sondern Schaden. Die nicht aufbauen, sondern zerstören. Weil Leben nicht schwarz-weiß ist und zweidimensional, sondern bunt, so bunt und wahnsinnig komplex. Man kann daran, wie es Martin Luther gesagt hat, verrückt werden oder zu Christus finden. Auf Golgatha geht es nicht um das, was Menschen tun, sondern um das, was Gott tut. Jesus schreit vor Schmerz über Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit und Unversöhnlichkeit. Es ist der Schrei der Einsamen, der Leisen, der Missverstandenen, der Vernachlässigten, der Kranken und der Trauernden. Es ist der Schrei der Geängstigten, Unterdrückten und Kleingehaltenen. Es ist der Schrei der Gescheiterten, Vergessenen und Geringgeachteten, der Übervorteilten, Unterbezahlten und Enteigneten. Es ist der Schrei der Geschlagenen, der Missbrauchten, der Vergewaltigten. Es ist der Schrei der Notleidenden, Betrogenen und Ausgebeuteten. Es ist der Schrei der Inhaftierten, der Gefolterten und der Getöteten. Für uns alle, Verursacher und Leidtragende, Nutznießer und Ausgebeutete, Täter und Opfer, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Die Regeln sind neu geschrieben. Vergebung ist garantiert. Was zählt, ist nicht, was Menschen tun, sondern was Gott getan hat. Der Centurio versteht, dass an diesem Tag nicht er der Handelnde ist, sondern dass der Gekreuzigte an ihm gehandelt hat. Deshalb endet der Bericht über den Hauptmann von Golgatha mit seinem Christusbekenntnis. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne im Auferstandenen. Amen. Amen.